Hallo. Hey, meine Süßen. Welcome back to my channel. Schön, dass du wieder da seid bei mir. Heute mache ich ein Video mit, ja, aufgebrauchte Sachen. Im August habe ich schon eine Weile hier liegen. Unbezahlte Werbung, alles selbst gekauft und selbst bezahlt. Wir fangen mal mit den Lebensmitteln oder Süßigkeiten an. Da wäre einmal dieses Eis. Sandwich Stracciatella. Da sind 6 Stück drin. Das ist vom schwarzen Netto, also vom Hundenetto. Ich liebe das Eis sehr, weil es ist auch so klein und das ist mit so einem Keks, nicht mit der typischen Waffel, sondern mit so einem Keks. Ich mag es sehr, sehr gerne, schon die letzten 2 Jahre, und das gibt es meistens auch nur im Sommer. Ich kaufe mir das immer wieder nach, aber es schmeckt nicht jeden. Also meine Eltern mögen das nicht mit dem Keks, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Ist ein Produkt, was ich mir immer wieder nachkaufe. Dann hatte ich mir, weil meine Eisreserven alle waren, diese Waffelhörnchen geholt mit Erdbeergeschmack. Die sind auch sehr, sehr lecker. Habe ich mir auch schon öfter gekauft. Sind auch vom Hundenetto, vom schwarzen Netto. Was ist eigentlich euer Lieblingseis, was ihr euch immer kauft? Dann auch vom Hundenetto. Und zwar diese Piccolinis. Das ist sogar von Wagner, das wusste ich gar nicht. Da gibt es 2 Sorten von, einmal mit Schinken und einmal mit Käse. Das ist vegetarisch und das ist Brezelteig. Die hatte ich schon mal gekauft als eine große Pizza. Und jetzt hatte ich die gesehen als Piccolinis. Und hatte die mir mitgenommen. Ich glaube, da sind 9 Stück drin. Und ich glaube, 6 habe ich davon schon gegessen. Kann man essen, kann man kaufen. Aber ich fand die größere irgendwie, die hat mich mehr beeindruckt.
Keine Ahnung warum. Vielleicht weil es neu war. Ich weiß es nicht. Aber kann man essen. Schmeckt ganz gut. Und dann waren letzte Woche die Pringles im Angebot für 1,89 oder so. Und die habe ich auch schon gekillt. Sweet Paprika und von Pombeers, die Stapelchips waren auch im Angebot, die hatte ich mir auch gekauft. Die habe ich aber noch nicht gegessen. Pringles liebe ich. Was ist da eure Lieblingssorte? Also ich esse sehr, sehr gern Paprika, Sweet Paprika und Ketchup finde ich auch gut und Honigsenf, aber habe ich noch nie in Deutschland gesehen, Honigsenf. Welche Lieblingssorten habt ihr bei Pringles? So, das war's von der lebensmittelungesunden Ecke. Jetzt habe ich noch ein paar Dinge im Bad aufgebraucht. Einmal dieses Odol-Mundwasserkonzentrat. Habe ich immer so in der Morgenroutine drin, dass ich Zähne putze und immer dann auch noch mit einem Mundwasser gurgel. Kennt man ja, gibt es ja schon ewig lange, Jahrzehnte. Macht, was es soll. Dann habe ich ein Face Scrub Watermelon, also ein Peeling, Gesichtspeeling, Wassermelone. Das hatte ich mir mal bei Kik mitgenommen. Ja, das ist okay. Tut, was es soll. Ich bin immer froh, wenn ich die Videos machen kann. Dann kann ich das alles runter zum Müll bringen. Immer ein bisschen nervig, wenn das alles rumliegt. Ja, also macht, was es soll, ist okay. Dann hatte ich hier noch von Yves Rocher ein Reinigungsgel. Das habe ich mal von meiner lieben Tante geschenkt bekommen.
Das war auch gut. Obwohl das so klein ist, aber das ist so ergiebig, hält das echt lange. Salt House, also totes Meer, Anti-Pickel-Waschgel. Das war mal in einer Box drin. Da waren ein, zwei Produkte von der Sorte drin. Und ja, von der Barbara-Box oder im Adventskalender, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist auch okay. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir das unbedingt nachkaufen würde, aber auch die Lichtverhältnisse ändern hier andauernd, ne? Naja, das ist, obwohl ich die Jalousien nur einen ganz kleinen Spalt offen habe. Ja, also nachkaufen würde ich mir das jetzt nicht, aber es ist vollkommen in Ordnung. So, und dann habe ich hier noch ein Serum. Hydration Serum für die Nacht ist das. Overnight Serum. Und das ist ganz gut. Das hatte ich mir mal bei Pink Panda bestellt. Da gibt es einige davon. Also von der Firma, die ist ganz gut, die Firma. Da habe ich schon einiges von gehabt. Ich bin ein bisschen müde mit Serien, aber ich habe ja einige noch rumzustehen, die muss ich ja auch aufbrauchen. Ja. Und bisher ist das ganz gut gewesen. Das ist auch immer super schnell eingezogen in der Haut. Ja, würde ich sagen, Daumen hoch. Ja, und das war es auch schon. Ganz kurz und schmerzlos. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir gehen so langsam dem Sommerende entgegen. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer, einen wunderschönen Sommer. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder, wenn es denn heißt A Welcome Back to My Channel. ASMR Emotions Ina. Bye bye, meine Süßen. Seid lieb zueinander, vor allen Dingen zu euch selbst. Ganz, ganz wichtig. Ciao. Fühlt euch gedrückt, wenn ihr wollt. Ciao, ciao.